Jo, hi Leute, und zwar bin ich es mal wieder mit richtig guten Nachrichten. Ich habe mir einen Ersatzmotor gekauft, baugleich mit dem Originalmotor, also ist ja eigentlich ein Originalmotor. Ne? Das wollte ich euch nochmal zeigen, weil der andere hat ja einen Kurbelwellenlagerschaden gehabt. Und ja, ne? Hier ist er übrigens, unverändert, nur der Motor ist neu. Und demnächst kommen jetzt die Tage, muss ich mir einen Hauptständer bestellen, weil mein alter, der war so verbogen und so rostig, dass ich den glatt abgesägt habe. Und ja, ne, da kommt jetzt ein ganz neuer Hauptständer ran und so. Und der Rest ist dann Styling und optisches Tuning, rein optisch. Also vom Motor ist er perfekt abgestimmt. Ne, perfekt. Muss jetzt nur noch ein bisschen langsamer gemacht werden, weil hier wegen ne, Mofa. Und ja. Ne, das kann ich ja lösen, indem ich da einen breiteren Distanzring einmache. Mal Auspuff. Neuer Auspuff ist schon gedrosselt, den lasse ich auch so. Und der Vergaser ist kleiner von der Mofa-Version. Von dem Roller. Ne? Ah ja, Soundcheck. So geil. Ich finde, der läuft wunderbar. Viel besser als der mit dem Lagerschaden, mit dem Motor. Das ist so geil, ohne Scheiß. Das geht schon, ey. Hammer. Könnt ihr gerne in den Kommentaren schreiben. Ne? Ja. Ne, wie ihr den ja, so findet und so mit dem neuen Motor. Und ja. Ne? Dann bis die Tage.
Schatten ist auch nicht schlecht. Jo. Ah, jetzt geht er noch nicht aus, weil ich habe gestern das Standgas eingestellt. Naja. Oh Mann, ich wusste es. Ey, jetzt gerade habe ich die Zündung angemacht. Und jetzt spinnt der Tacho schon wieder rum, ey. Das ist echt zum Kotzen. Er spinnt rum. Na. Das ist doch sowas von zum Kotzen. Oh Mann. Oh Mann, ey. Ah, ja. Jetzt. Endlich. Oh Mann. Ja, und jetzt funktioniert das gleiche Spiel schon wieder vorne los, ey. Doch zum Kotzen. Ach, Mann, ey. Hallo YouTube. Ja, das mit Fahren wird wohl nichts, weil ich habe ein richtig schön Kolbenfresser. Ein richtig schöner Kolbenfresser. Oh Mann, ey, das ist so zum Kotzen. Ja, ich fahre so, ne, und auf einmal, boom, jupp, das war's. Oh Mann. Was ist jetzt gestern passiert? Oder vorgestern oder so, keine Ahnung. Auf einmal war aus. Ließ sich aber noch durchtreten. Aber ich glaube, ich weiß, woher das kommt. Und zwar habe ich auch mal hier, der war ja auch neu, der Zylinder. Richtig schöne Riefen. Oh Mann, tja Leute, tut mir leid, dass es so kommen musste, aber was will man machen? Oh Mann, ey. Der Zylinderkopf sieht leider auch nicht besser aus. Der sieht nämlich so aus, original. Von CPI und der sieht nämlich auch so aus. Auch einzelne Krater zu sehen. Zündkerze ist neu. Ich dachte erst, es liegt daran, aber das war ja nicht so. Jo, Tag YouTube. Ich wollte euch den Fortschritt mal zeigen, wie weit ich jetzt gekommen bin. Und zwar sieht das Ganze so aus. Na, so weit bin ich jetzt gekommen bis jetzt. Ja, hier mit den ganzen Sachen. Das ist doch. Jo. Und ja. Na, da wollte ich mal gucken, was denn da so Schönes drin ist. Das habe ich hier schon gereinigt und so. Kugelgehäuse muss ich hier noch das machen. Und
Hier habe ich das auch gereinigt. Und ja, das hier ist meine alte Kurbelwelle. Man sieht hier schön verfärbt. Das Ganze schön verfärbt. Und ja. Das ist der Block. Und ja. Da. Oh, es regnet. Es regnet schon wieder. Und ja. Na, also das ist wie gesagt meine alte Kurbelwelle. Hier kann man. Ich hätte eh eine neue gebraucht, weil hier nur so ein klein bisschen verfärbt, wenn er jetzt fokussieren würde. Na. So, da kann man es, glaube ich. Ja, erkennen. No. Und hier. So sehen die Lager aus. Ein bisschen komisch das Ganze. Ja. Ja. Ja, ich werde jetzt auf die Teile werde ich jetzt sparen. Und das regnet noch immer. So doof. Aber eigentlich perfektes Schrauberwetter, wie ich finde. Nur das Problem ist, ich kriege erst mein Geld nächste Woche und da muss ich erst noch auf Teile sparen. Dann kommt das hier auf jeden Fall neu. Übrigens, hier ist auch schon verfärbt. Da wo die Variomatik ist, ist auch schon verfärbt. Na. Und ja. Na. Das ist ein bisschen doof. Naja. Jo, ne, wie gesagt, ich muss noch auf Teile sparen. Und ja, alles schön ausgebaut. Variomatik. Ne? Und hier das Ölpumpenrad, ey, von der Ölpumpe. Und hier Variomatik mit der Drossel. No. Und ja, da muss ich jetzt wie gesagt nochmal auf Teile sparen. So, das ist der aktuelle Stand der Dinge. Dann bis dann. Jo, hallo YouTube, da bin ich wieder. Ja, ich lebe noch hier im schönen Wald. Na. Und ja, na, der Grund, warum ich hier im Wald filme, ist immer was anderes. Und ja, na, ich habe euch was zu erzählen. Und zwar habe ich ihn quasi wieder hinbekommen, mein Roller fährt. Na, ich habe den Motor wieder zusammengebaut bekommen mit neuen Kurbelwellen, Lager und neuer Kurbelwelle. Und ja, na, das ist er. Na, ich habe ihn wieder hinbekommen. Na, hab ihn wieder zusammengebaut. Na. So wie es war. Hab ich ihn wieder hinbekommen. Na, und hier diesen Schutz, den habe ich abgemacht, damit er mehr Dingens bekommt. Mehr Luft als Kühlung. Ist besser. Na. Alter, das war eine Arbeit. Alter, Verwalter, ey. Heftig. Das war eine Arbeit, sag ich euch. Jo. Und ich weiß nicht, kann man das glaube ich sehen? Also mal. Ich habe jetzt auf. Warte. Muss ich kurz mal hier Schlüssel rausnehmen. Ich habe jetzt auf.
Gemisch umgerüstet. Benzin-Öl-Gemisch, wie bei den Mofas. Weil normalerweise ist ja hier der Öltank. Und den habe ich bei mir rausgeschmissen. Ja. Hier war der noch dran befestigt. Den habe ich rausgeschmissen, habe ich rausgebaut. Habe ich jetzt auf Öl, Benzin-Öl-Gemisch umgebaut. Ja. Öltank raus, Ölpumpe raus und so weiter. Und habe dann hier, wo der Ölanschluss ist beim Vergaser, da wo er, ne, habe ich dicht gemacht, zum kleinen Schlauch. Ne. Und ja, ne, ich bin überrascht, dass der so gut läuft mit Benzin-Öl-Gemisch, ey. Das ist echt hammergeil. Ne. Das ist für mich aber dann auch sicherer, finde ich. Ja, das ist dann für mich viel sicherer. Auf jeden Fall. Jo, das wollte ich euch mal präsentieren. Und Leute, er läuft. Die Batterie ist jetzt auch einigermaßen voll. Und hier kann ich immer erkennen, wegen dem Benzin-Öl-Gemisch, das ist ganz cool. Weil die hier geht nicht mehr. Und so, wegen der Getrennschmierung und so, ja, abgeklemmt. Ne? Und er läuft, wunderbar. Ja. Eingefahren habe ich den auch schon, so gut es geht. Und ja, der läuft. Ja. Vergaser eingestellt habe ich auch schon. Ja. Und jetzt werden wieder mehrere Fahrtvideos kommen, auf jeden Fall. Die Neuigkeit, die ich euch zeigen wollte. Ja. So, dann mache ich mir jetzt mal wieder auf den Weg. Ab hier nach Hause, durch den Wald. Und das bei strahlendem Sonnenschein. Ja, und ja, da würde ich sagen, dann bis die Tage und genießt das schöne Sonnenwetter. Auf jeden Fall, genießt es, Leute. Es lohnt sich. Ja? Jo, dann bis die Tage und ich melde mich dann mit Neuigkeiten dann bei euch wieder zurück. Tschüssi! Das ist krass, ne? Ich kenne das gar nicht von dir. Ah, geil! Ungewohnt. Sieht voll komisch aus. Den Koffer rumhitten. Ja, ne? Ey, du könntest als Lieferservice arbeiten. Dein Rahmen ist verzogen. Was? Dein Rahmen ist verzogen. Wieso? Wenn du fährst, musst du mal loslassen, der drückt dich nach diese Richtung. Oh. Das heißt, der Rahmen ist irgendwie ein bisschen verbogen, dass er dich so drückt. Hä? Hä? Nee, ist mir noch nie aufgefallen. Das ist Björns, oder nicht meiner.
Alter Verwalter. Geht das Ding ab, ey. Komm hoch und verschwache. Halt's gut fest. Aber wollen wir jetzt kurz ausmachen. Okay.